Ja, wenn zwei Bundesräte, Ueli Maurer vom Finanzdepartement und Alain Berset als Sozialminister, zusammen für das Gleiche weibeln, dann wird klar, hier wird ein Packli geschnürt. Dieses heißt Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung. Links-grüne Kreise haben dagegen das Referendum ergriffen. Bei der Steuerfrage würden alte Schlupflöcher mit neuen Privilegien ersetzt, so die Kritik. Widerstand kommt aber auch von bürgerlicher Seite. Steuerfragen und AHV zu verbinden, das sei ein Monsterwerk. Aber obwohl im Parlament bei der Abstimmung die Meinung der SVP noch klar Nein war, ringt inzwischen die stärkste Partei um eine klare Position. Georg Häsler. Er hat im Parlament noch den roten Protestknopf gedrückt. Unternehmer und SVP-Nationalrat Franz Grütter. Nein zur Verknüpfung von Steuervorlage und AHV-Finanzierung. Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich die Verknüpfung nicht begrüsse und aus dem Grund auch den Nein-Knopf gedrückt habe. Ich habe aber auch von Anfang an gesagt, ich werde nicht ins Referendumskomitee gehen. Ich habe schon bei der Unternehmenssteuerreform 3 dafür gekämpft und sehe natürlich, wie bedeutungsvoll die für die Wirtschaft ist. Deshalb schluckt Grütter jetzt die Päckli-Kröte, weil er den Steuerteil unbedingt durchbringen will. Denn dieser dient internationalen Holdings mit Sitz in der Schweiz. Gegen deren Steuerprivilegien gab es Widerstand aus dem Ausland. Grütter will verhindern, dass diese Firmen abwandern oder die Schweiz auf eine schwarze Liste kommt. Das ist für die Schweiz eine enorm wichtige Vorlage. Etwa die Hälfte der Bundessteuereinnahmen kommen aus Firmen, die die Steuervorlage tangieren, Holdinggesellschaften. Und wir dürfen die nicht verlieren, sonst geht es unserem Land schlechter. Wir verlieren dann auch Arbeitsplätze. Also von dem her gesehen ist das für unser Land eine sehr wichtige Vorlage. SVP-Parteipräsident Albert Rösti. Seine Frauen und Männer in den eidgenössischen Räten haben das Steuer-AHV-Päckli mehrheitlich abgelehnt. Doch jetzt ist die Position nicht mehr so eindeutig. Die SVP-Delegierten müssten die Vorlage Ende März diskutieren, abwägen, sich zu einer klaren Haltung durchringen. Im Parlament seid ihr aber noch heftig dagegen gewesen, eure Fraktion. Ja, wir waren vor allem dagegen gewesen, weil man zwei Geschäfte, AHV-Vorlage, mit einer ganz anderen Steuervorlage verknüpft. Da kann man nicht Ja und Nein sagen, man kann nicht Jein sagen. Also das ist natürlich ganz ein schlechtes Beispiel und sollte man eigentlich nicht machen. Und das wollten wir dann signalisieren aus der Fraktion mit einem mehrheitlichen Nein. Der Steuerteil der Vorlage schafft Privilegien für international tätige Holdingfirmen ab, unter dem Druck von EU und OECD. Um als Wirtschaftsstandort attraktiv zu bleiben, wollen viele Kantone die Unternehmensgewinnsteuern senken, für alle Firmen, auch die KMUs. Das bedeutet 2 Milliarden Franken pro Jahr weniger für Bund, Kantone und Gemeinden. Als sozialen Ausgleich soll dagegen die AHV 2 Milliarden Franken pro Jahr mehr erhalten. Eine Idee aus der Küche des Ständerats. Bezahlen sollen der Bund, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer. Ein Päckli, zwei Bundesräte gegen das Referendum. Für den Steuerteil Bundespräsident Ueli Maurer, für die AHV-Finanzierung Alain Berset. Zusammen empfehlen sie heute dem Volk, das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung anzunehmen. Aus unserer Sicht ist das ein vertretbarer und auch guter Kompromiss, weil er damit versucht, zwei Mängel von abgelehnten Vorlagen aufzunehmen. Wie weiter eure eigene Partei überzeugen? Ich denke, am Schluss werden auch unsere Wähler sich überlegen, was bringt es oder was kostet es. Und Sicherheit für Unternehmensbesteuerung, Einnahmen durch Unternehmensbesteuerung und sichere AHV-Rente müsste eigentlich auch eine Mehrheit von unserer Partei überzeugen, zum Ja stimmen. Der Ueli Maurer sagt, das ist ein gut eidgenössischer Kompromiss. Ja, aus seiner Optik, die Steuervorlage natürlich durchbringen will, kann ich das nachvollziehen. Es gibt aber eben auch die AHV-Vorlage, die keine strukturelle Reform bringt, langfristig nicht eine gute, genügende Reform bringt. Darum gibt es zwei Seiten und das werden unsere Delegierten dann abwägen und entsprechend Parolen fassen. Prinzip oder Wirtschaftsstandort? Unternehmer und Nationalrat Franz Grütter hat sein Dilemma so gelöst. Ein deutliches Nein im Parlament, ein stilles Ja zur Vorlage im Abstimmungskampf. Ende März sind dann die SVP-Delegierten am Zug.